Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hallo zurück und willkommen mittendrin auf dem Weg zum Leuchtturm meiner Questreihe. Bin ich gleich in ein riesen Fate-Event geraten, nämlich einer großen Krabbe. Da mache ich natürlich sofort mit. Ja, ich war eigentlich auf dem Weg hier nur hoch. Wollte mal meine Angel reinwerfen oder so, mal was fischen, aber nö. Geht's ja ordentlich rund. Oh, war das jetzt was Besonderes? Hä? Muss mal gleich mal gucken. Weil Gildenauftrag hatte ich jetzt ja gar nicht angenommen, weil ich ja nicht weil ich alleine rumrenne. Ne? Ja. Man hat halt mit allem zu tun, ne? Die Baumkronenbussarde sind erstens aggro. Zweitens auch zu meinem Bestiarium. Da gibt's dann nochmal extra was. Sehe ich auch immer hier unten. 2 von 3 von diesem Bestiarium-Auftrag. Und sobald die nämlich weg sind, kann ich auch nicht mehr. Habe ich auch kein Zeichen mehr darüber. Ups, was ist da denn los? Ist das normal? Na, dann gucken wir mal. Denn wir sollten den Leuchtturm nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Fangt den Ausreißer. Mhm. Wie ich ihn finden soll? Na, ganz einfach. Lass ihn von ihm finden. Im Dodo-Nistgebiet stellst du bei der Vogelscheuche die Feuerschale auf. Okay. So. Mal schnell meine Karte gucken. Meine Auftragsbeschreibung. Da. Das sind noch 2 Karten, die ich auslesen könnte. Freibriefe. Ah, hier ist schon wieder das nächste Fate-Event. Ich muss da eh hin. Und ich habe Stufenaufstieg. Stufe 15. Was ist denn heute los? Jetzt wird erstmal ein kräftiger Schluck aus dem Morgenkaffeebecher genommen. Während wir hier noch den dritten angreifen. Und dann geht das mit meiner Stimme hoffentlich auch ein bisschen besser. Geht da nichts über einen Becher Kaffee hier in Las Nes Nusquea. Wir haben ein paar Bussarde Haut. Und da hinten seht ihr schon wieder den Fate Train. Wie sie alle an mir rankommen. Halt. Es sind halt schnelle XP, ne? Naja, ich wäre jetzt doof, wenn ich nie mitmachen würde, ne? Also schaue ich jetzt einfach, dass ich ein bisschen wo noch mitmache. Möglichst wo andere angreifen.
Die Leute haben hier Spaß am frühen Morgen. Ihr werdet das natürlich ganz normal abends schauen, aber... Man glaubt es nicht, ich bin mal früh aufgestanden. Und versuche ein bisschen zu spielen. So. Danke für den Fate Event. Stellen wir mal schnell hier unsere Feuerschale auf. Ah, sind schon alle weg, schade. Das hätten sie mir vielleicht geholfen. Ja. Und nun? Unu. Interagieren. Brutzel, brutzel. Da ist er. Ah, eine kleine Feuerbombe. Hihi. Wer kennt sie noch? Schön viele Erinnerungen. Die macht am Ende meistens Bam. Jetzt, das war's schon. Dafür rennt man dann immer die ganze Zeit hin und her, ne? Naja, gut, bleibt nicht aus. Dann rennen wir mal schnell zurück. Und ich bin gerade am Überlegen, eigentlich möchte ich gleich zurück in die große Stadt. Denn ich meine, dass ich einen neuen Karbunkel kriegen kann, also eine neue Form davon. Denn mit Stufe 15 geht's halt richtig rund. Oh. Jo. Können die mich nicht einfach in Ruhe lassen? Doch, schauen wir mal, wo es mich hintreibt. Da. Nimm du's. Ich mach's natürlich. Natürlich gibt's noch ein Problem. Während du weg warst, habe ich die Brennkammer untersucht, da mein Leck entdeckt. Und da man ja selber nichts machen kann, so als NPC, muss man ja immer uns fragen. Kannst du bitte am Frelöf an der Töbelturmsiedlung Bescheid sagen, dass er die nötigen Stellen informiert oder Tour bestellt? Naja, gut, das heißt, ich soll dann wieder zurückkehren, ne? Naja. Geht ja nichts über FedEx-Quests. Ist eine gute Möglichkeit für mich, dass ich... Oh, was ist denn das? B. Wenn da die untere Decks ist? Bierhafen? Ach, da rennen wir nochmal schnell hin. Ne? Vielleicht ist das ein neuer Weg in die Stadt. Und wenn nicht, oh, werden wir uns porten. Ah ja, okay. Wir waren jung und brauchten die XP. Ja, Line of Sight gibt's auch. Man muss sich dann drehen und sobald ich mich bewege, geht aber leider mein Zauber dahin. Ja. So, ich will dann noch runter zu den Schiffen. Schnell gucken, was da so ist. Fate Train geht weiter. Bin mal gespannt, wann ich dann soweit bin und das machen muss. Ich denke mal dann, wenn es keine Quests gibt oder die Leute einfach zu faul sind und immer nur hin und her rennen. Ups, da geht's etwas tief runter. Ja. Aber ich sag mir Folgendes, es gibt noch mindestens zwei weitere Startgebiete von den großen Hauptstädten. Wenn ich später andere Jobs level, weil man muss ja noch Hilfsjobs, sag ich mal, dazu machen. Dann kann ich die natürlich auch einfach in den anderen Gebieten, denke ich mal, machen. Macht ja viel mehr Spaß, wenn ich da die Story durchziehen kann, als hier nur die ganze Zeit XP zu grinden. Aber manche mögen's. Nochmal
normal haben Asia-MMOs ja nichts anderes als Grinden, da ist Story nur Beiwerk, aber ich denke, die Zeiten haben sich einfach geändert. Oh, Kabankel. So. Haben wir denn hier überhaupt? Schon mal ganz wichtig, immer wenn man sieht, ein Schokobo ansprechen, dann gehört einem nämlich der Punkt. Dankeschön. So, wo gibt's denn hier Linien? Nach Limsa zurück und sonst nichts. Na gut. Cool. Es ist eine neue Stadt, ne? Freibriefe gibt's hier, okay. Fähranleger. Oh, hätte ich fast verpasst. Wie peinlich. Ist ja nur riesengroß und leuchtet. Wir müssen doch alles angrabbeln, wenigstens einmal. Kann ich mich nämlich hier wieder hinporten. Tada! So, was ist sie? Eine Gelehrte, glaube ich, ne? Stufe 50, ja, ja. Auf jeden Fall ein neuer Ort. Mal schnell alles reparieren. Besser ist. So langsam kriege ich auch ein bisschen... ein bisschen Jill zusammen. Zwar noch nicht viel, aber... Was haben wir denn hier überhaupt? Kauft er denn alles? Oh, da sind sogar Slots da in Materia. Kann man irgendwas reinstecken? Da weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich denke, das ist Sockelung. Jo. Das sind Sachen für Sammelberufe. Wahrnehmung. Weiß ich noch nicht. Oh, aber da ist ein Briefkasten. Da kommen wir mal schnell hin. Beziehungsweise ein Briefmuggel. Ist ja gar nicht so einfach, wenn man mitten im Feld ist. Müssen wir mal wieder was finden. Mal sehen, was so für mich an Post ist. Wenn es privat ist, ne? Guck bitte weg. Da sehe ich ein Geschenk von Final Fantasy. Schön, dass du zurückgekehrt bist. Ja, bin ich. Schwarzes Schokobo-Küken als Begleiter und ein Gutschein für eine Kaskadeur-Uniform. Ich bekomme was. Ich bekomme was. Alles angenommen. Danke. Und was hat der liebe Kakje für mich? Blub, 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 blub. Ein Mini... geil. Ja, ich liebe kleine Pets. Wollen wir die auch gleich mal benutzen? Mal gucken, wo der ganze Kram jetzt ist. Was ist denn das hier? Mini-Pudding. Nicht zum Verzehr geeignet. Nein. Benutzen. Habe ich den jetzt in meinen Pets wahrscheinlich? Genauso wie den hier. Gutschein für Kaskadeur-Uniformen. Wird dir ein Teil der Kaskadeur-Ausstattung ausgehändigt? Aha. Gutschein für Kaskadeur-Uniformen. Hm. Muss ich mir nochmal angucken, was das ist. Weil Kaskadeur war, glaube ich, die Geschichte eigentlich vom letzten Event. Habe ich nämlich gar nicht richtig teilgenommen. Wir sind ja jetzt schon heute seit ein oder zwei Tagen wieder in einem neuen Event drin, was jetzt kurz vor Halloween läuft. Versuche ich mir da in der Stadt auch noch anzugucken. Nun gut. An dieser Stelle... gucke ich nochmal schnell in die Begleiter. In meine Begleiterlinie. Da. Cool. Und ein vielen Dank an meinen Freund Kakio. Ein Mini-Pudding. Hihi. So. So viel zur Hafenstadt. Ich hoffe, dass ich hier jetzt mal irgendwie die... Da gibt es zwar noch Quests, aber... Ich will mal gucken, ob dieses Fährlager funktioniert. Ob ich damit zur Stadt zurückkomme oder ob ich da noch zu klein für bin. Da haben wir ja noch... Fair-Captain. Na, mal gucken. Wenn der jetzt sagt, du bist zu klein, dann gibt's Ärger. Bin ich klein. Oder kleine Knochen. Oh, gibt's verschiedene Sachen. Phantominsel. Ja. 45 Jill, okay. Ja, dann müsste ich jetzt direkt bei der... Voll das Segel in der Fresse gehabt. Dann bin ich direkt unten an der Angelgilde angekommen.
Sehr cool. Ich habe auch immer noch meine Angelquests offen, wo ich leider Köder brauche, die ich nur in Ulduar bekomme, in der anderen Stadt. Werde ich aber bald hinreisen, denn ich glaube, ich kann auch die Luftschiffe bald benutzen. Ja. Wer noch möchte, ich werde mich jetzt zur Hermetiker-Gilde begeben. Da noch schnell reinschauen, was es gibt. Aber ich schätze mal einen weiteren Auftrag, um nämlich diesen gelben Karbunkel zu bekommen. Mal sehen, was sie so sagt. Und überall gehen schon hier die Halloween-Event-Dekos los. So, guck mal hier, da, Familia 2. Verteidiger-Familia. Das ist doch cool, der soll ja auch verteidigen. Hallo, Kala. Bekommst du auch genug Schlaf? Nö. Möchte, dass du eine weitere Inspektion für die Zollbehörde begleitest. Sie wartet unten in der Trainingshalle auf dich. Naja. So, und wie ist... denn in der Trainingshalle weitergeht und meinen Studien als Hermetiker werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Mit Slimy und mir, Kala. Bis bald.